Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Let's Play Monster Hunter 3 Let's Play. Ich habe mich gerade noch mal ganz kurz gesammelt, so wie ich es jedes Mal hier mache, während ich die Ansage mache. Ich habe mich daran erinnert, wir wollten uns A. eine neue Rüstung machen und B. unsere Waffe verbessern. C. wir haben dazu ein und dasselbe Monster ausgewählt, und zwar den Gurupeku. Wenn ich mich recht entsinne. Das bedeutet, wir werden diesen Schnuckiputz heute noch ein paar Mal machen. Ich lasse mal meine Spitzhacken im Inventar. Es kann ja sein, dass wir sie zufällig mal noch gebrauchen können. Sollte ich mal an sowas vorbeilaufen, natürlich nur. Nicht jetzt irgendwie gewollt irgendwo hinlatschen. Nein, das mache ich doch nie. Und dafür habe ich hoffentlich ein paar. Ach nein. Dafür gehe ich mir erstmal noch mal ein paar Blaupilz abholen. Oder ist die Akrossi gerade da? Oh, die Akrossi ist da perfekt, dann kann ich es mir auch kaufen. Ich meine, ich habe ja so viel Geld, ne? Seht ihr ja, 4400 Z. Boah, ich bin ja beinahe reich. Naja, beinahe. Eher arm wie eine Kirchenmaus. Aber 99 Tränke wären auch ganz geil. Nee, ich glaube, da vernachlässige ich bloß meine ganze Produktion von Kräutern und Blaupilzen und sowas. Das ist nicht ganz so gut für mich. Ich meine, ich kenne mich ja. Wenn ich einmal was hab, dann mache ich das nicht nach. So wie ähnlich wie bei Monster Hunter Folgen oder allgemeinen Let's Play Aufnahmen. Wenn ich da einmal voraus aufgenommen habe, dann denke ich nicht daran, dann nochmal aufzunehmen. Das wird mir zum Verhängnis, deswegen kommen auch ab und zu mal keine Folgen, weil ich gerade gemerkt habe, oh, verdammt! Meine letzte Session ist ja auf einmal zu Ende gegangen. Wie kann denn das sein? Ja, und tja, dann habe ich halt Pech gehabt. Beziehungsweise ihr habt Pech gehabt, weil verdammt, ich habe noch einen Honig. Ja, das ist ziemlich Pech gehabt. Und ja, dann habe ich halt eben plötzlich nichts mehr zum Hochladen. Es tut mir dann zwar immer leid, aber ändern kann ich es leider trotzdem nicht. Also ich könnte es schon ändern, wenn ich meine Einstellung ändere. Aber das war's jetzt mal beiseite, denn wir müssen unsere Erntebox prüfen. Wir haben hier nämlich 4 Blaupilze und Nadelbeeren. Warum zur Hölle baue ich Nadelbeeren an? Kann mir mal jemand erzählen, was mich da gestochen hat? Ach, egal. Honig wäre ein klitzekleines bisschen rentabler gewesen, aber pff, was weiß ich schon davon. So, gehen, Liebchen. Nein, wir brauchen noch Gurupeku, und zwar, wir brauchen einen Betrüger in der Falle. Denn da gibt es eine Nebenquest B, zerstöre den Gurupeku zu nennen. Und ich hoffe, dass es da wahrscheinlicher ist, so einen zu bekommen, als wenn ich es einfach nur so mache. Oh, ich habe einen Gutschein. Ne, den nehme ich mir auf, vielleicht kommt ja irgendwann was Böses. Wir machen uns einen Döner mit Lammfleisch. Und Brot wäre noch ganz gut. Ne, kein Leckerli. Büffelbutter. Also wie soll ich mit einem Döner ohne Brot machen? Kann das mal jemand verraten? Boah, mach ich eben mit Schlangenlachs. Wird zwar wahrscheinlich eklig schmecken, aber egal. Nimm meinen Rohstoff. Davon habe ich ja gerade genauso viele wie von Geld. Ja. Ein verblüffend aromatisches Mal. Gesundheit? Yay! Sauerstoff erhöht! Wuhu! Ist das nicht genial? Jetzt kann ich, wenn der Gurupeku mit seinem geilen Tanz anfängt, noch länger die Luft anhalten, weil ich so unglaublich überrascht bin, wie gut er singen kann. Yay! Das Besseres gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. Ganz ehrlich, man muss mal so diese Redewendung einführen, das gibt's nicht mal bei Roller. Nur um dem mal so richtig eins BAM auf die Fresse zu geben. Sondern Steigerungsform von das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja wohl. Das nehme ich auch irgendwann mit. So, wir brauchen die simple Schockfalle. Ah, ich hätte Fallen mitnehmen können. Das wäre eine schlaue Idee gewesen, aber ihr kennt mich ja. Schlaue Ideen sind nicht so meins. Meistens fällt mir sowas zufällig in die Hände, wenn ich dann doch mal ab und zu eine grandiose Idee habe, aber das ist eigentlich die Minderheit meiner Ideen, auf die das zutrifft. Okay, eigentlich habe ich auch vorhin gehofft, Orakel zu kriegen. Deswegen habe ich die Martin eigentlich so, was auch immer ich damit gemacht habe, ich habe es mir gerade nicht durchgelesen, ich habe bloß die Fähigkeiten gesehen.
Allerdings habe ich Ferlin Orakel nicht bekommen. Ah, zufällig dran vorbeigelaufen. Alter, lasst mich in Ruhe. Komm schon. Nein, ich will keine Wettsteine, war normal. Ich will keine Wettsteine. Yay, ein Eisenerz. Aber ich will nicht verprügelt werden. Die paar Schläge reichen. So. Denn mit Ferlin Orakel hätte ich jetzt gesehen, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, wo der Goropeko ist, und das hätte mir schon ein bisschen geholfen. Allerdings brauche ich das dann doch nicht. Hallo, mein Kleiner. Ja, wollte schon sagen. Willst du mich echt wieder so stehen lassen? Mich armen kleinen Wicht. Zum Glück nicht. Jo, passt perfekt. Dankeschön. Okay, ich gehe erstmal. Verdammt! Verdammt! Passt. Vorwiegend auf seine Flügel, weil, ne, Zünder, meine Hauptsache, Schnabel brauche ich, glaube ich, für kein Rüstungsteil. Hat so noch nicht nachgeguckt, aber ich glaube, ne, warte. Kann durchaus sein, dass ich den Schnabel brauche. Verdammt! Egal. Ich gehe trotzdem erstmal auf die Flügel, weil Waffe ist mir gerade wichtiger. Und lasst euch nicht von diesem Klopfen irritieren, bei mir wird irgendwas saniert. Wen wundert's? Nein! Du machst das nicht, siehst du? Wenn ich meine Schallbomben werfe, dann kannst du einstecken. Und meine Schallbomben kriegen wesentlich besser als sein komisches Bäh, Nicholas Bearfield, Gehabe. Jetzt muss ich das andere. Zei! Alter, mehr Schwein als Verstand. Meine Fresse, habe ich den Knick. So. Na, nein, du hörst gefährlichst auf mit dem Scheiß, siehst du? Sag ich doch. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay, will ich einmal. Ja, genau. Wenn ich einmal am Schnabel bin, kann ich auch den Flügel angreifen. Passt. So, Mini-Wettstein wäre jetzt mal ganz von Vorteil. Passt. Nein, verdammt. Oh, ich hasse es, wenn man drückt, der es auch nicht einsetzt. So, jetzt. Lass mich in Ruhe, mein Gott. Das klingt nicht nach einem Großjagd. Außer, hat der gerade echt eine Ratian gerufen? Nein, oder? Der hat jetzt, der hat nicht, nein. Nein. Na. Nein. What the shit? You're fucking kidding me. Oh, das wird ein spaßiger Kampf. Juhu. Mein erster Ratian. Oh. Registriert. Ich bin Pegel schon. Ja. So. Oh, das wird ein spaßiger Kampf, meine Freunde. Also erstmal gute Peku, ne? Es wäre nett, wenn ich erstmal deinen Zünder kaputt machen würde, damit ich mich dann beeilen kann. Zap, da ist er kaputt. Und jetzt geht's auf die Radia! Alter, ich hätte niemals vermutet, dass ich die ernsthaft hier antreffe. Also, dass ich mal das werde ich sagen Schwein, aber das Glück ist auch nicht wirklich, dass ich die mal hier treffen würde im Let's Play. Boah, nice. Also eigentlich überhaupt nicht, aber du musst dich doch mal gegen eine Herausforderung freuen. Also ich weiß, jeder noch alle denkende Mensch würde jetzt denken, ach scheiße, eine Lederrüstung gegen Ratian. Aber fuck this shit, ich krieg das hin. Screw that, man, screw that. Ich mache jetzt eine Ratia. Und wenn es das letzte ist, was ich in dieser Quest tue. Alter, willst du mich rollen? So, auf geht's. Nein, schlecht, schlecht, schlecht. Also ich habe so lange im Try gegen keine Ratia mehr gekämpft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so hinkriege. Vor allen Dingen ohne Fallen und ähnliches. Ja, es könnte schon dezent schwierig werden. Oh, perfekt, perfekt, bleib so. Vor allen Dingen ist sie eines der größeren Exemplare einer Ratian. Darf ich mal so anmerken. Und ich habe leider keinen Hammer dabei. Ich meine, gegen Ratian ist ja immer noch Hammer meine Spezialität. Wie es so schön heißt. Oh, ja, komm, nee, nee, Block. Okay, ich hätte auch ausweichen. Aber auswendig, was für Anfänger. Wir blocken uns durch unser Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Quatsch! Der größte Ponyhof, der es gibt, ist das Leben. Man muss bloß das richtige Pferd sammeln. If you know what I mean.
So, und dein Schweif. Das ist zumindest das Mindeste, was ich will. Weil ich dich schon nicht tot kriegen sollte, aber eigentlich könnte meine Waffe ausreichend sein, um sie zu kriegen. Ah, natürlich, der Schuhweif zu hoch. Wow. Das war gerade eine dezent gefährliche Situation. Okay. Ja, ich wollte schon sagen, wehe, der Guru Pippen kommt jetzt hierher. Ich habe keine Dummbomben mehr. So ist schön, Radian. So ist schön. So ist noch schöner. Jetzt kannst du ruhig mal umfallen. Alter, ich kenne die Radian wie meine Westentasche. Oh, die guten alten Monster Hunter Zeiten. Also Unite. Shit. Nicht dein Ernst, oder? Vorher ging so ein scheiß Bug da gerollt links. Deswegen stand ich hier und hab geblockt. Und dann geht da der Schlag durch. Okay, ich muss aufpassen. Ich habe mir jetzt ein leicht hohes Ziel gesetzt. Ich hoffe, ich finde sie jetzt mal schnell wieder. Aber ich krieg das schon hin. You can trust on me. Like 1, 2, 3. I'll be there. Leider habe ich keine andere Falle, sonst könnte ich die Ratte noch fangen. Aber okay. Man kann halt eben nicht alles haben. Cha-Cha ruht sich aus und ist gleichzeitig vergiftet. Ist vielleicht auch nicht gerade so das Beste, aber naja, okay. Ah, jetzt schnell zur Ratian. Ich hoffe mal, dass er noch in der 7 ist. Und nicht schon wieder irgendwo anders hingeflogen. Oh. Alter, da kommt hier echt eine Ratian. Ich dachte, die kommt nur online. Zumindest habe ich das so in Erinnerung gehabt. Ah, scheinbar ist es in der 3. Oder? Ich meine, wenn die Abnutor von hier fliehen, dann müsste doch die Ratian theoretisch hier sein, oder? Vielleicht aber auch nicht. Weh, du bist jetzt nicht mehr hier. Oh, what? Das heißt nicht, du musst direkt vor mir stehen, Mensch, Ratian. Ey? Bleibst du gefällt auf dem Boden der Tatsachen? Ich die Blitzbombe? Ah, nein, ich hätte vielleicht mal vorher witzen können, aber okay, jetzt habe ich es noch erwischt. Also, alles safe. Ah, schön, die Abnutoff laufen also ihrem Fresssack, ihrem Fresser, ihrem Töter. Kein Plan, wie das heißt. Ihrem Fresser, sagen wir jetzt einfach direkt ins Maul. Das ist schön. So, bleib so. Dankeschön. Sehr liebenswürdig von dir, meine Ratier. Der Schweif wird noch lange nicht abgehen, aber man kann ja erstmal drauf fahren. Ja, das war's. Da hast du dich umdrehst. Ich kenne dich doch, meine Kleine. So, wehe, du lässt mich jetzt nicht sammeln. Und dann natürlich ausweichen. Ho, ho, ho. Da hätte ich durch den Bug ruhig fast sterben können. Aufpassen, hier kann es zweimal, soweit ich weiß. Und ich kann natürlich nicht einmal treffen. Naja, so ein Sicherheitsstand kann schon manchmal einen oder anderen Schlag ins Leere führen lassen. Aber so kriege ich es halt eben nicht down. So. Ja. Tu ruhig so, als wenn du schwer. Als wenn du ein schwerwiegendes Problem hättest. Hey, mein Linkser, schön, dass du dich auch einmischst. Oh, habe ich eine Verliebebombe? Ich glaube nicht. Ah, die könnt ihr jetzt so richtig geil reinsammeln. Oh, fuck. Screw that. Lass mich in Ruhe. Oh. Okay, ich bin zwar ein klitzekleines bisschen aufgeregt. Hallo, Königin der Erde. Könntest du mal deinen Namen Ehre machen und aufhören zu fliegen? Du bist immerhin kein Ratterloss. Dankeschön. So, das ist perfekt, meine Freundin. Jetzt darfst du umfallen. Nicht dich drehen, umfallen. Shit. Sie ist groß genug, dass ich hier stehen kann. Geil. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, ein Schlag von ihr und ich kann mich zu den Toten zählen. Zum zweiten Mal. Das wäre nicht gut. Nein, Ratian, du legst mich nicht rein. Ich kenne dich besser als viele andere Monster hier. Das wird uns eigentlich nicht helfen, dich zu töten, aber ich werde erstmal all deine Geheimnisse weitererzählen.
weil mir da gerade keins einfällt. Außer eben, dass du eigentlich Königin der Erde bist und trotzdem wie wild deinen fliegenden Vater, Mann nachmachst. Habe ich gerade das falsche Wort benutzt. Aber manchmal ist der Vater auch der Mann. So, Incest for the win. Den Angriff hier hat Steam mal gemoint, gibt's sogar ein Video von. Sie ist auf dem Boden der Tatsachen zurück. Das freut mich immer am meisten. Na, ah, Ration wurde gestohlen, Ration wurde besorgt. Oh, das hätte gerade richtig einen Sau geben können. Aber ist normal, ist gut gegangen. Ich muss mir merken, mit Schild und Schwert komme ich da nicht ran. Ich bin einfach zu klein. Zu mickrig ist mein Messerchen. Das benutzt sie gerne mal als Zahnstocher. Würde ich mal so vermuten lassen. Ja, dankeschön für das Hinhalten. Ja. Komm schon. Ja, ich weiß, dass du Wind machen kannst, aber viel Wind um nichts wird ja auch nichts bringen. Shit, der Guru Pegos ist nicht mehr markiert. Ich hoffe mal, dass er hier nicht plötzlich im Kampf mit rumruppt. Mir am besten noch den Rest gibt. Der Ratian lässt ja schon nicht viel übrig und der ist der Schweifer. Endlich. So, jetzt muss ich langsam wetzen. Weil ich noch relativ wenig Angriffsfläche habe. So. Besser mal auf Safety gehen, weil wie gesagt, ich bin ja schon einmal gestorben. So. Chacha ist immer noch vergiftet. So langsam müsste er da auch mal wieder rauskommen. Hoffentlich. Oh, weh, die retten mich jetzt gleich um. Alles safe. Haut gerade ab. Ratter Stachel. Ist ja nicht zufällig selten. Jetzt mal so ganz einfach gefragt. War der nicht so ein bisschen selten? Habe ich nicht gerade ein bisschen Glück? Wäre ja mal schön, wenn man schon mal der Ratian begegnet. Dass man auch mal einen Geist bekommt. Also eine Platte wäre mir jetzt natürlich bei weitem lieber gewesen, aber... Ey, scheiß Bug. Geh gefälligst wieder auf dein Monster drauf. Ich will dich fressen sehen. Ja. Pia, das mit Sicherheitsabstand und Schlag jetzt nichts für. Nein. Oh, shit. Das war knapp. Da hätte ich was drauf gehauen. Und mit meiner einer Verteidigung pro Rüstungsteil... ja, dezent shit. Auf geht's. Oh nein. Blablabla, ich bin böse. Yeah, ich kann schreien. Ich stell mir gerade Ratian vor, so mit richtig schön tiefer Stimme. Ich bin die Ratian. Ja, dann Ratian aus typisch so eine Pipsel-Stimme. Also eher ein Kastrat, sie ein Testosteron-Vibe. Ups. Das hat sie wohl nicht so gern gehört. Das hat sie echt nicht gern gehört. Das hat sie wütend gemacht. Und das ohne Flashbombs. Ich bin so am Arsch. Ich hab zwar Entschuldigung, wie gesagt, vielleicht kränklich. Ich hab zwar einen Chacha, der flashen kann, aber sie hat dann noch nicht einmal getroffen damit. Das heißt, der muss ja echt noch ein bisschen üben. Wasch. Yay, ein Schlag! Das meine ich mit Einschlag und dann abbauen, wenn sie wütend ist. Allgemein bei Monstern, wenn man wenig Verteidigung hat und nicht sterben will. Trifft gerade beides auf mich drauf zu. Ich weiß, dass mit nicht sterben, das glaubt man mir meistens gar nicht, aber es ist... Nein, oder? Ich bin gerade nicht ernsthaft über den scheiß Hals drüber gesprungen. Oh, Ratian, kannst du mal einen dickeren Hals wachsen lassen? Ich meine, meine Pulsschlagader ist auch gerade so aufgepulstert, dass er schon doppelt so breit ist. Ich meine, ich höre es buppern. Ja, es ist nur eine Ratian, ich weiß, aber schaut euch meine Rüstung an, verdammt nochmal, und meine Waffe. Also jetzt nicht gerade das mit die Ausrüstung, mit der ich eine Ratian bekämpfen wollen würde, als Jäger. Oh, eigentlich habe ich es doch bemerkt. Das wäre sonst ziemlich bitter geendet. Ah, schade, dass der Schweif ab ist, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr treffen. Gut, Chacha, opfere dich fürs Team. So, passt. Das ist das Geile, wenn man hier einen Teammate hat, der kann dich dann hier echt reinwerfen lassen. Das hat Steam schon mal für mich gemacht. Und dann kann der andere in der Zeit zum Beispiel den Kopf abhauen oder den Schweif, je nachdem, was man gerade braucht. Dann kann man echt geiles Teamplay machen, wenn man zu zweit spielen kann.
Was ja bei mir immer noch nicht der Fall ist, dass sie gerade wieder ins Arsch gehen können. Und ja, bei mir gehen Sachen in den Arsch rein, wenn sie nicht funktionieren. Scheiß drauf. So, es ist noch gepaintet, alles gut.